Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ja, was soll ich euch erzählen heute? Es geht um Zahnarztbesuch. Es geht um diesen Zahnarztbesuch, der einfach ja, bei uns im Dorf krass ist. Ich fange mal von vorne an. Also zumindest kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich weiß, warum die meisten Ägypter schlechte Zähne haben. Weil durch diese Behandlung, da hätte ich auch Angst. Da wäre ich auch nicht hingegangen und ja, die halten diese Schmerzen halt bis zum Schluss, wenn es nicht mehr geht und es wirklich dann gehen, dann rennen die Ägypter. Und warum? Weil einfach diese Behandlung, diese Art, wie die Zahnärzte das Ganze handhaben. Ich dachte immer, vielleicht liegt es auch daran, dass sie kein Geld haben, aber so teuer ist ein Zahnarztbesuch jetzt auch nicht. Von dem her, yalla, hört euch das Ding an. Also, wie ihr vielleicht schon jetzt in anderen Videos mitbekommen habt, hat die Mausi, die Amina, ja immer, hatte sie drei Löcher. Die haben wir ja in Deutschland gestopft, ne? Hier, sag's mir, zugemacht, ne? So, der eine Zahn hat sich aber entzündet, da hat sich dann eine Fistel gebildet, so eine Blase über dem Zahn, ne, am Zahnfleisch. Und da sagte dann der deutsche Zahnarzt, der Zahn muss raus. Wir hatten einen Termin vereinbart. Ne, mein Mann natürlich, spar dir das Geld, wir suchen den besten Zahnarzt in unserem Dorf. Ach, was für ein Mist. Wenn ich das schon höre, muss ich lachen. Der beste Zahnarzt bei uns im Dorf. Und es wird billiger sein, weil so eine Füllung oder so ein Zahnzehen 30, 40 Pfund, mehr ist es nicht. 1,50. Ah ja, besser als 70 Euro, ne, oder so. Weiß ja nicht, was ist wieder. Hab schon wieder vergessen, was der deutsche Preis ist. Wenn du nicht versichert bist, musst du ja bar zahlen, ne? So. Leute, ne, dann haben wir den besten gesucht. Jetzt nimmt er, also wir waren ja dann auch dort, jetzt sagt der Zahnarzt, er nimmt keine Kinder. Oh, wunderbar. Wieder zurück. Was war dann? Ach gut, die Medizin hat sie ja noch genommen, ne? Dann sind wir zu einem anderen Zahnarzt, der hat aber nicht zu, der kommt nur dann und dann, der hat nicht auf, der kommt nur dann und dann. Mäschi, auch okay. Dann sagte doch eine Nachbarin, der gute Zahnarzt, da geht sie immer hin, das ist ein ganz junger, motivierter Arzt, probier den doch mal. Dann habe ich auch meinen Mann geschickt, da gehe ich jetzt nicht mit, der soll eh sehen, das hat sich nämlich hier wieder entzündet, diese Blase, die braucht erstmal Antibiotikum, ne? Hat sie dann auch bekommen, der Zahnarzt war ganz toll, der hat ihr so eine Maske mit Clown draufgegeben und noch einen Handschuh aufgeblasen, ist ja typisch ägyptische Zahnärzte oder ja, die pusten für die Kinder das als Ballons auf, ne? Die Handschuhe, fand sie ganz toll, die Maus, ich sagte, so ein toller Zahnarzt und der ist auch jung, ne? So um die 30 rum, 35, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich dann beim nächsten Termin mitgegangen. Erstmal 10 Leute vor uns und der Termin war um 9. Entschuldigung, wie lange soll man denn hier warten? So eine Patientin ist da eine halbe Stunde drin. Was stellen die sich vor? Ich habe den Yunis dabei. Ich kann doch nicht bis nachts um 2 da beim Zahnarzt sitzen. Nee, mache ich nicht mit. Bin gleich wieder gegangen. Ne? So, dann, was war noch? Dann sind wir nochmal hingegangen. Da hat der Arzt gesagt, wir ziehen ihn jetzt gleich. Aber an dem Tag haben wir gesagt, okay, wir kommen nur, dass er Kontrolle macht, weil wir sind dann auch gleich dran gekommen, weil ich gedrängelt habe. Wir wollen nur kurz angucken. Wir sind aber da zur Trauerfeier gegangen, ne? Von meiner Schwägerin. Die Schwiegermutter ist ja gestorben, wie vielleicht manche an Facebook auch gesehen haben. Ja, dann hat der Zahnarzt, ich kann es gleich ziehen, sage ich. Also ich weiß nicht, das sieht aus wie entzündet. Nee, 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 das kann man ziehen, sage ich. Okay, nee, heute nicht, da kommen wir in 3 Tagen wieder, weil ich muss zu der Trauerfeier, ich kann nicht mit dem Kind, mit dem gezogenen Zahn da und fertig. Okay, dann, wie gesagt, endlich wieder Termin gemacht, hingegangen, Leute, 7 Leute vor uns. Ich dachte mir, hallo, also Entschuldigung, wir sind um 19.30 Uhr dort gewesen und 7 Leute vor mir, das kann doch nicht sein. Dann habe ich nach einer Stunde, der Yunis hat auch schon wieder das Tom und Jerry Spiel gemacht, rumgeschrien, hat mir versucht, mein Kopftuch da runterzuziehen. Also es war echt nicht schön. Dann habe ich ihm auch gemaßregelt, das geht so nicht. Habe dann auch auf Englisch mit irgendeiner gesagt, also jetzt reicht's, das geht nicht. Ich habe kleine Kinder. Entschuldigung, wir können hier nicht 10 Jahre sitzen. Ich glaube, ich gehe dann. Oder wir machen einen anderen Termin, da müssen wir auch sofort rankommen. Ich kann das nicht machen mit euch hier immer sitzen, da stundenlang und wir sind auf Platz 7. Entschuldige mal. In dem Moment, als sie das gehört hat, wir wollen gehen, hat sie gleich zum Doktor rein, hat mit dem gesprochen und der hat uns bevorzugt, weil der liebt Deutsche, der liebt Deutschland, der holt seine Zahnmedizin aus Deutschland, der ist total Deutschland-Fan und hat uns dann bevorzugt, hat gesagt, komm rein, das Kind
das ist ja ein Notfall mit ihr, bla bla bla. Spritze gegeben, das war natürlich auch schon wieder, ne? Ich gehe zu ihm rein und sage, also ich als Deutsche denke mir, man muss den, also vielleicht ist das, bin ich auch falsch, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie macht ihr das mit euren Kindern? Also mein Ding ist, ich erkläre meinen Kindern jeden Schritt beim Arzt, was passiert, dass sie wissen, was auf sie zukommt. So möchte ich es ja auch haben. Ja, ich habe dann gleich gesagt, gell, sie kriegt 2 Spritzen, dass wir gleich schon wissen, nicht eine. Also hier eine und da, ne, nur eine. Da war ich ja schon, wie nur eine. Hä, dann ist doch das gar nicht richtig betäubt. Ihr seht, ich bin noch so kaputt, ich bin, hab gar nicht geschlafen, es war so blöd gestern. Also ich habe da die ganze Zahnarztpraxis, ja, ich habe da voll rumgeschrien, Leute, ehrlich, ich habe mir da gar nichts mehr gefallen lassen. Ja, hört euch an, hört euch an. Also Khadija flippt voll aus. Ne, dann sagt er nur, nee, nee, kein Problem, ne. Und dann hat er mich schon angeguckt, wieso rede ich über die Spritze, sag ich, ja. Ich habe gar nicht gewusst, warum er mich so komisch anguckt. Jalla. Anyway, die Mausi setzt sich auf den Stuhl, er kommt mit der Spritze ganz schnell hinterm Rücken und dann sagt sie, was ist das, was ist das? Ah, und hat er schon gespritzt gehabt. Und ich halte ihre Hand, sie drückt da, wie immer, ne? Und dann spritzt er ein zweites Mal. Also schon gelogen, habe ich mir auch gedacht. Na toll. Okay, ist das hier vielleicht die Taktik, dass die Kinder nicht Angst haben, dass es zweimal wehtut? Kann ja auch sein, weil in Deutschland habe ich gehört, dass sie dann auch sagen, das sind keine Spritzen, das ist, sind Zauber... Tränen oder was ich da mal gehört habe, ich weiß nicht mehr. Vielleicht war ich dann auch falsch, dass man das nicht sagen sollte. Dann dachte ich mir auch, okay, halt deine Klappe. Na? Und dann holt er da die Zange. Dann sagt die, was haben Sie jetzt in der Hand? Was hast du in der Hand? Dann habe ich ihr nur gesagt, das ist nur die Zange, Mausi. Dann guckt der Arzt mich an, weil ich auf Arabisch gesagt habe, Saradeya Bas, nur die Zange. Guckt er mich an, ich bin doch kein Elektriker. Weil anscheinend heißt es auf Arabisch nur elektrische Zange. Ich kenne das halt, Zange ist Zange, ne, Leute. Na, dann guckt er mich an, warum ich das jetzt sage. Und dann war aus bei der Mause, wo sie Zange gehört hat, war Schluss. Er wollte sie dann zwingen. Ne? Und ich gebe ja nicht mal Männern die Hand, aber bei dem, den musste ich... Also halt, da kam noch die Nurse, diese Arzthelferin, ne? Und wollte mithalten, festhalten, die Mausi. Ich denke, was ist jetzt hier für ein Film? Die wollen sie fixieren und festhalten und zwingen. Dann schubst sich die einfach weg und sagt, nee, 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 das braucht man nicht. Dann sehe ich, dass der die so drunter drückt und schon mit der Zange und die schreit. Und ich schubs den Arzt weg und das war dem zu viel. Ich habe ihn angefasst. Entschuldigung, mein Mann auch voll geschockt. Was macht die da? Sorry, mein Kind wird nicht gezwungen zu so einer Entschuldigung, das geht gar nicht. Ich war auf 180. Ich bin, man sieht es mir immer noch an, ich bin fix und fertig. Also ich kann es euch sagen, man kann doch ein Kind nicht zwingen. Dann hat er mich angeguckt und voll geschockt, ne, das hat er jetzt nicht erwartet. Er dachte, ich helfe ihm, mein Kind zu zwingen. Nee, eben nicht. Das gibt's nicht. Und dann tut er die Zange so wegschmeißen. Dann sagt die Mausi, was war das, was war das? Dann nehme ich so die Zange und zeige sie und sagte, dann sagt er, don't touch the instruments. Oder was ist, weiß nicht, was er genau, ich soll, und please. Das please kam dann noch so gepresst, weil es voll unhöflich war, wie er es gesagt hat. Na gut, weil es alles eben, hier, er hatte Handschuhe an, das war alles halt hygienisch da und ich halt ohne, mit meinen Bakterienhänden, ich habe doch nur am Dings gehalten. Weißt du, beim Zahnarzt in Deutschland sind die auch nicht so, als ob er da voll die super Klinik hätte, weißt du, also da kam es dir vor wie... Also wenn ich dann in Hurghada so eine Zahnarztklinik sehe, da, das sieht schon eher aus wie in Deutschland, so eine Klinik. Aber hier in hier bei uns im Dorf natürlich, da denkst du, bist du in so einem Hinterhofzimmer da, keine Ahnung. Ja, es ist, wie es ist. Ich dachte mir, okay, das ist ein jung studierter Arzt, der ist halt motiviert, der kennt sich aus mit Kindern. Nee, gar nicht. Dann kam das Nächste, dann hat er mit ihr gesprochen und die Mausi hat dicht gemacht, die hat geschrien, die wollte gar nichts mehr wissen. Und nicht dann so, halas, halas, der zieht seine Handschuhe aus, voll demonstrativ und schmeißt die hin und guckt mich an und sagt, Sie müssen Ihr Kind unter Kontrolle haben, so kann ich nicht arbeiten, sie muss kooperieren. Ach so, okay, dann gucke ich ihn an und dann habe ich nicht ausgeflippt, sage ich, Shani, los. Also, jetzt reicht's hier, Mausi, aufstehen. Wir gehen in Hurghada zu den richtigen Zahnärzten. Wenn Sie, das ist Ihr Job. Sie müssen meine Tochter richtig hinkriegen und nicht hier einfach, jalla, wir zwingen die. Sie haben doch mein Kind schon angelogen. Hier gibt es keine Spritzen und dann spritzen sie. Sie spritzen nur einmal und dann spritzen sie zweimal. Und dann tut es nicht weh und sie spürt aber noch was. Dann sollen sie halt nochmal nachspritzen. Also ja, im Endeffekt sagt er, nein, das wäre meine Schuld und wir sind hier halt nicht in Hurghada, wir sind halt eben in Nag Hammadi. Das ist eben
Ägypten, Upper Egypt, was will ich denn erwarten? Er kann so nicht arbeiten, bla 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 bla. Dann habe ich gesagt, dann müssen wir eben zu einem Arzt gehen, der also arbeiten kann, weil ich meine Kinder nicht zwinge. Nein, sie müssen ihr Kind auch nicht. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe diese Wörter gesagt, Zange, Spritze, das geht nicht. Damit habe ich schon die ganze Behandlung kaputt gemacht. Die Mutter ist schuld. Und er hat gesagt, ich soll aus dem Zimmer gehen. Er macht es jetzt. Sag ich, genau. Sie zwingen, sie berühren mein Kind gar nicht, weil, und mein Mann auch. Also ich halte jetzt fest, sage ich, du hältst gar nichts fest. Du, wir machen das nicht. Ich lasse mein Kind nicht hier einfach festhalten, wir sind nicht im Dschungel. Obwohl doch, wir sind im Dschungel, habe ich dann gesagt. Und wenn sie ihren Job nicht machen können, muss ich halt zu einem Zahnarzt gehen, der seinen Job machen kann. Ja, er ist auch kein Kinderarzt, hat er dann zugegeben. Und wie gesagt, dann habe ich gesagt, ja, können Sie nicht betäuben? Haben Sie nicht irgendwie Lachgas oder was macht man denn da? Ich habe doch auch keine Ahnung. Sie sind doch der Profi. Ja, was sagte er dann? Ja, also er könnte eine Betäubungsschwester holen oder wie auch immer oder Lachgas. Die Maschine kostet Geld. Sage ich, das ist doch mir egal. Bevor ich nach Hurghada fahre, zahle ich ja auch ein paar. Dann zahle ich lieber bei Ihnen, wenn Sie das können. Also einen Anästhesisten, der sich auskennt. Weil sich, da hat er dann auch gesagt, nee, das braucht man nicht. Sie müssen Ihr Kind darauf vorbereiten. Ja, vorbereite mal einen Angstpatienten. Also das liegt bei uns in der Familie. Meine Mutter ist auch so. Ja, ich darf jetzt auch nicht so viel ins Detail gehen. Also es ist auf jeden Fall. Es gibt einfach Leute, die sich nicht beim Zahnarzt wohlfühlen. Das gibt's einfach. Und ja, in Ägypten anscheinend nicht. Da sind sie alle stark. Jo. Sieht man ja. Also ich bin fix und fertig. Ich habe dann die Klinik verlassen. Alle Patienten gucken mich an. Ich bin da voll laut geworden. Mein Mann dann auch. Jetzt beruhig dich mal und schreie nicht so rum. Das ist unhöflich. Sage ich ja. Er hat doch angefangen. Und dann ist der Typ hinter uns hergelaufen, Ach, der Telefonmann da, der Terminvereinbarer, ne? Der Arzt will nochmal mit Ihnen sprechen, guckt mich dabei an und ich, okay, mein Mann sagt, nein, wir gehen da nicht mehr rein. Und wenn, dann musst du höflich sein. Und ich, okay, ja, kein Wunder, kein Problem, ich bin höflich. Hader, jawohl, habe ich gesagt. Hader. Gehe ich rein und gucke ihn an und dann fängt er nochmal an. Und wir waren dann da drin, keine Ahnung, 1,5 Stunden. Bla bla bla, hier, bla bla bla, da. Die Mausi er hat dann sich nochmal alles erklärt, dass er seine Behandlungsweise ist eben so und die Kinder, die muss man nicht festhalten, die machen von alleine. Das ist alles spielerisch, aber ich habe seine Methode schon kaputt gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, der hat mich so normalerweise bin ich immer der King in Diskussion, aber ich glaube, da habe ich ihm vielleicht doch 50% geglaubt und habe dann gesagt, okay, wir versuchen es doch mal, weil jetzt hat sie schon die Spritze, was soll man jetzt nach Hause gehen? So dumm kann man doch nicht sein. Die Spritze, das war ja die größte Angst von der Mausi. Na, dann haben wir uns nochmal auf diesen blöden Behandlungsstuhl gesetzt. Dann fängt er wieder an und sagt, wir benutzen keine Zange. Dann holt der ein anderes Instrument. Leute, ich musste so lachen, als sie dann gesagt hat, und jetzt kommst du auch noch mit dem Schraubenzieher. Mafakamani. Ja, Mafakamani. Mafaka heißt Schraubenzieher. Erst kommt er mit der Zange, dann mit dem Schraubenzieher und dann mit der Toreya. Das ist so eine Hacke. Also es sind halt so kleine Zahnarztinstrumente, ne? Und die Mause war fix und fertig. Die hat geheult. Also, und der hat dann auch versucht, also ich habe gesagt, wir machen gar nichts bei Forcing. Ich will nichts mit zwingen, weil das ist gegen meine Erziehung. Meine Kinder sollen freiwillig alles machen und ich möchte doch auch nicht gezwungen werden. Wenn ich nicht irgendwie an meinen Körper was machen lassen möchte, dann soll es nicht geschehen. Das ist gegen meine Natur, gegen unsere ganze Erziehung. Leute, das geht einfach nicht. Das ist ihr Mund und sie muss es kapieren, dass es notwendig ist, diesen Zahn zu ziehen, da er immer wieder sich entzündet. Das kann aufs Herz gehen, das kann auf dieser Eiter kann ja fließen weiter. Der macht den Immunsystem kaputt, der geht in den Magen, sie kriegt Bakterien in den Magen. Also es sind so viele Möglichkeiten, dass man so eine Fistel am Zahnfleisch hat. Und es kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit ja, Antibiotika geben muss. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Sprich, der Zahn muss raus. Nummer eins, man kann ihn aushöhlen und dann vielleicht doch irgendwie, wenn sie nicht hinguckt, rausbrechen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, aber dieser Arzt wollte nur rausziehen. Außerdem hat ja nach einer Stunde oder anderthalb ja auch keine Wirkung mehr. Zum Schluss habe ich dann gesagt, Moment, wir müssen erst mal gucken, ob die Betäubung noch ist. Wir sprechen hier so lange rum. Die Praxis ist voller Leute. Wir haben schon fast 11 Uhr und die Betäubung ist ja bestimmt schon weg. Dann mache ich nur so einen Test mit dem Nagel über ihrem Zahnfleisch und die sagt schon au und ich drücke voll fest. Na dann, aufstehen nach Hause. Der hat doch einen Knall, Leute. Nee, also der hat dann, ich habe dann gesagt, ja, so geht es nicht. Also wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben uns dann im Guten auch, also getrennt. Der wollte dann noch kurz mit meinem Mann sprechen. Der hat mit meinem Mann dann auch nochmal 10 Minuten den vollgelabert.
Dann habe ich noch gesagt, Mahmoud, vergiss nicht, du musst noch die Impfung, also diese Betäubung bezahlen. Der hat ihn so voll gelallt, dass mein Mann das auch vergessen hat, die Betäubung zu bezahlen. Wir sind dann einfach nach Hause. Ja, meine Mausi hat voll geheult, die hat sich Sorgen, Vorwürfe gemacht, dass sie jetzt schuld ist, dass ich mich da so, ja, laut, dass ich laut geworden bin und dass ich da, sag ich, da bist du überhaupt nicht schuld. Wir sind einfach zum falschen Arzt gegangen und vielleicht ist es auch, habe ich vielleicht auch mit der Zange, ich bin immer noch nicht sicher, aber Leute, ich habe mich jetzt im Internet, ich habe gegoogelt und in Deutschland gibt es genauso Weicheier und die gehen zur Zahnklinik mit Vollnarkose. Ist natürlich nicht schön, aber bevor die irgendwie ein Herzproblem bekommt oder der ganze, das Immunsystem mit dem ganzen Eiter befallen wird, dann muss man die halt sedieren oder in Vollnarkose legen. Das kann ja nicht sein, dass es hier nicht gibt. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Nummer eins, ich habe schon eine Zahnklinik in Hurghada angeschrieben. Das ist eine Zahnärztin, die soll ganz gut sein, habe ich da im Internet Bewertungen gesehen. Ja, schauen wir mal. Und Nummer zwei, wir fragen mal hier in Hurghada, bei uns im Dorf, ob es irgendwie sowas wie eine Zahnklinik gibt. Das glaube ich eher nicht. Oder im Krankenhaus mit einem Anästhesisten, den würden wir natürlich extra holen lassen, dass alles gut läuft. Aber wisst ihr, ich habe so kein Vertrauen mehr. Also ich glaube, ich gehe wirklich zu dieser Zahnklinik nach Hurghada, weil die ist Kinderarztspezialistin und also mit Kindern arbeitet die, mit Zehen. Das ist, vielleicht kann man ihre die Angst von der Mausi da auch wieder nehmen, weil die hat ja voll den Horror jetzt vor Zahnärzten. Stell dir mal vor, wir hätten die gezwungen und die hat wirklich noch was gespürt, ne? Der sagt immer, das kann nicht sein, dass sie spürt. Ja, aber sie spürt ja noch was. Jetzt hat eine Freundin gesagt, das kann natürlich sein, dass es noch entzündet ist und der Arzt zieht da einfach. Dann gibt er ihr 20 Spritzen und sie spürt immer noch den Schmerz. Stellt euch mal vor, wir hätten den gezogen und die hätte das voll gespürt. Also ich habe keine Lust, bei lebendigem Leib hier mir einen Zahn rausziehen zu lassen. Wir sind ja nicht in der Steinzeit, Leute. Also was sagt ihr? Schreibt mir mal in die Kommentare. Mein Mann sagt immer, ich bin so übermuttermäßig und keine Ahnung. Und sage ich, nee, das geht doch nicht. Mir hat das selber wehgetan. Ne? Also wenn mein Kind blutet, blute ich mit. Da bin ich fix und fertig. Ja, Alhamdulillah, mein Mann ist kooperativ mit mir. Also es gibt bestimmt auch Männer, die sagen, Frauchen, halt die Klappe, die wird jetzt gezwungen. Also vor denen hätte ich wirklich Angst. Ich glaube, da würde ich mich scheiden lassen. Das wäre ein Riesengrund, das ist ein ganz großer Vertrauensbruch. Da wäre bei mir vorbei. Wer irgendwie zwischen meine Erziehung da eingreift und sagt, also das Kind muss gezwungen werden, da wäre bei mir rum, das möchte ich nicht. Und ich glaube, da die meisten Deutschen auch nicht. Oder wie seht ihr das? Man kann, also wir sind ja nicht hier in der Steinzeit. Ich weiß, wir lieben Ägypten, wir lieben auch, dass wir eben 50 Jahre zurück sind, vielleicht sind wir 100 Jahre zurück, aber in manchen Situationen ist es einfach Schrott. Und das ist so eine Situation und da muss man halt gucken. Also ganz ehrlich, ich wäre noch bis nach Kairo gefahren mit dem Zug, ist mir auch egal. Hauptsache, die Behandlung passt. Und es ist jetzt auch noch gut, vielleicht mache ich einen kleinen 2 Tage Urlaub in Hurghada und nehme meine beste Freundin mit, die hat noch nie Hurghada gesehen. Dann gucken wir, dass wir uns eine Wohnung mieten. Und fertig. Also wir haben ja da einen Kontaktmann, dass wir uns da in der Nähe von der Mashrabeya Café da, Central Street, da haben wir ja unsere Dormänner, dass wir uns da eine Wohnung nehmen. Und ja, wir werden sehen, Leute. Das war unser Zahnarzt. 18 Minuten, yalla. Also ich hoffe, es wird besser. Ich bin fix und fertig. Zahnarzt, no way. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr in meinen Kommentaren schreibt. Ja, und wenn ihr bei Instagram gesehen habt, da war ich ja voll motiviert. Jetzt gehen wir zum Zahnarzt, mal sehen, was passiert. Ja, das war gestern und heute sieht es anders aus. Ich bin fix und fertig. Gestern wie die Blume, heute wie ein Kaktus. Ja, das war's schon wieder von mir. Daumen nach oben für die Mausi und ja, wir schaffen das. Ja, masselema, bye bye.